mit einer schlagartigen Wucht, mit einer imponierenden Mannessucht. Unser Führer, unser Partei. Hallo Nilo, hi, wen haben Sie dabei? Es sind Serdachsum und Schuss, wie wollen die Partei? Aha, und was sind Ihre Pläne? Ich werd KGB-Agent, so wie Putin, danach Bürgermeister und Präsident, yo. Und wenn ich dann das ganze Land mit meinem Ego ficke, gründe ich ne Gang um mich und nenne sie O-Zero-Klicke. Dann bin ich Sexgott, Bitches hatten in Atemann, denn ich häuf auf über, sie konnten meine Milliarden an. Das sind ja große Pläne, wie wollen Sie das umsetzen? In erster Linie durch Manipulieren rumschwätzen. Politik wird ferngesteuert wie Mario Kart, denn sie ist voller Huch wie Mario Bart. Wenn unser Führer Serda an die Macht kommt, gibt es Superstress und all die Bushidos können einpacken wie OPS. Ja, ich wollte nur sagen, bei dir läuft man. Ich bin erst glücklich nach der finalen Teilung Deutschlands. Die Mauer muss wieder her wie bei Donald Trump. Dazu brauchen wir nur Backsteine und ne Tonne Sand. Sie wollen also, dass sie wie Trump gleich unbeliebt sind? Ist mir scheißegal, als erstes streiche ich Impeachment. Klopf, klopf, die Partei ist da. Schnelle links, rechts, wie beim Tyson-Kampf. Kampfanzüge hängen im Kleiderschrank. Wir schicken euch auf die Bretter, wir sind geisteskrank. Klopf, klopf, die Partei ist da. Schnelle links, rechts, wie beim Tyson-Kampf. Kampfanzüge hängen im Kleiderschrank. Wir schicken euch auf die Bretter, wir sind geisteskrank. Hallo, finden Sie die SPD zu sozial? Ich finde nur, sie gehört abgeschafft wie Bruno Kahl. Denn der BND und unsere Kanzlerin haben Stock gemacht. Ihr Gerede ist undurch, aber wie Toxics Bart. Alle reden nur von Frieden bringen wie Winnetou. Doch hinterher kann man sie nicht mehr ernst nehmen wie Jimmy Blue. Erläutern Sie uns bitte kurz Ihren geplanten Werdegang. Präsident, Tyrannei, Diktatur, Erdogan. Frauen in der Politik finden Sie zum Kotzen. Ich bin für Feminismus, ihr Fotzen. Ach so, was haben Sie vor? Wie sind Ihre nächsten Schritte? Wir halten unsere Position in der extremen Mitte. Und wozu raten Sie den Wahlbürgern? Zu mehr Mut und zur Wahl der Partei, denn sie ist sehr, sehr gut. Und kommt langsam aber sicher ins Rollen wie ein Rollstuhl. Wie stehen Sie zur Homophobie? Find ich voll schön.